Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute melde ich mich für euch aus Kassel. Hier steht das absolute Topspiel in der Bezirksliga West an. Die SG Ruvertal empfängt die TuS Mosella Schweiz. Mehr Topspiel wie in diesem Spiel geht eigentlich nicht mehr. Es ist ein Lokalderby, beide Orte trennt nur 10 Kilometer. Schweiz. Die Gäste stehen auf Platz 1, haben bisher jedes Spiel gewonnen und Ruvertal direkt dahinter, nur ich glaube 2 Punkte weniger. Also ja, heute ist das hier auf jeden Fall ein Machtkampf und mal schauen, wer am Ende hier als Sieger vom Platz gehen wird. Wally! Ja, das war auf jeden Fall ein Start nach Maß für die Schweizer. Mit der ersten Chance gehen sie direkt in Führung. Gute für Ruvertal ist in der Sache ganz klar, dass es noch 88 Minuten sind bis zum Spielende. Ja, jetzt kommt es ganz bitter für die SG Ruvertal. In der 12. Minute fangen sie sich nach einem eigenen Eckball das 2:0. Jetzt wird es natürlich schwierig. Müssen auf jeden Fall jetzt mal schnell ins Spiel finden. Ja, da wäre fast gewesen der Anschlusstreffer für die SG Ruvertal. Am Ende fehlen nur Zentimeter. Mal gucken, ob sie jetzt so weitermachen. Thank you.
Ja, wenn er den jetzt hätte einfach ganz elegant in die Mitte gespielt, dann ja, wird es hier definitiv 3-0 für die Moseller stehen. Somit bleibt es beim 2-0. Ja, ist ja ein Derby, ihr wisst, dass da kann auch mal teuer werden. Halbzeit in Kassel, zur Pause steht es hier 3-0 für die Moseller. Ja, es ist unterm Strich absolut verdient. Die Moseller macht es ja im Sinne, oder eher gesagt in Form einer Spitzenmannschaft, spielt hier eiskalt das Ding runter, kontert immer wieder schnell und ist effektiv vom Tor. Die Buvertal hatten zwar auch 2-3 Chancen, aber am Ende ja, wollte der Ball nicht reingehen. 45 Minuten bleiben noch. Schauen wir mal, was das hier am Ende noch wird. Ja, ich habe leider keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber anscheinend hat ein Blauer einem Roten auf den Fuß getreten, aber ich habe es nicht gesehen. Sorry. Ja, da war die nächste Chance zum Anschlusstreffer. Ja, irgendwann muss die SG Wuppertal auch mal einen davon machen, sonst wird das heute nichts mehr. Ja, 70. Minute, der verdiente Anschlusstreffer. Die Schweizer sind nach einem, ich glaube, Dreifachwechsel war es eben, nicht mehr ganz so gut im Spiel. Wuppertal kommt jetzt immer öfter nach vorne und jetzt steht es 3-1.
gut. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und im besten Fall folgt meinen Seiten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.